Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Plants vs. Zombies Heroes. Ja, es geht wieder weiter und es gab ein Update. Und das Update ist tatsächlich ziemlich, ziemlich nice, denn sie haben etwas ganz Bestimmtes eingeführt. Sie haben, so eine Art Decksystem eingebaut mit vorgegebenen Decks. Also man kann nach wie vor seine eigenen Decks erstellen. Überhaupt kein Problem. Sie haben aber alles ein bisschen schöner sortiert. Sprich, jeder Held hat jetzt seine eigene Sektion, was ich sehr angenehm finde. Nicht mehr alle Decks einfach nur in einer Reihe. Das ist sehr, 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 sehr angenehm. Und jeder Held hat drei Decks, die vorgegeben sind. Das ist ein normales Deck, dann halt ein etwas theoretisch stärkeres Deck und ein legendäres Deck. Ich bin gerade am Überlegen, das müsste dann... Ich weiß gar nicht, ungewöhnlich, selten oder Premium oder whatever, ich weiß gar nicht mehr. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie hießen denn die Karten? Die goldenen waren die seltenen. Das hier ist das ist super selten, genau, und dann halt das legendäre. Und es wird halt angezeigt, wie viele Karten von einem Deck man beispielsweise schon hat. Jetzt können wir mal gucken, hier beispielsweise habe ich 31 der Karten schon. Man geht mal auf Auswählen und dann steht auch da, das Deck easy peasy. Entfache die Kraft der Erbsen. Sunderholz und Triplinator arbeiten zusammen gegen die Zombie-Bedrohung, während Maiblume und Gedeihen helfen, den Bananasaurus Rex auf monströse Proportionen wachsen zu lassen. Ich kann also hier jetzt hergehen und kann sagen, okay, ich hole mir ein Deck für diesen Helden. Oder ich zahle 3650 Diamanten und stelle somit das Deck sofort fertig, denn beispielsweise den Bananasaurus, den habe ich gar nicht. Wir können ja mal auf Packs holen klicken. Und uns steht schon da, für grüner Schatten, ein Pack kostet hier 200 Diamanten. Oder wir holen uns 10 Packs plus 1 obendrauf für 2000. Das ist ziemlich nice gemacht, muss ich wirklich sagen. Bei den Zombies sieht es genauso aus. Da haben wir auch alle schön in eine, richtig schön durchsortiert. Ich finde das ziemlich nice gemacht und dann halt überall eben die speziellen Decks mit dabei. Beispielsweise jetzt beim Super Brains können wir uns mal das Legendäre anschauen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Wissenschaftszombies gute Teams bilden. Also stecke den Portaltechniker, den Zombot-Drohneningenieur und den Gadget-Wissenschaftler zusammen und sieh, wie die Pflanzen fallen. Jetzt steht halt hier beispielsweise, mal gucken, wir können mal schauen, hier steht jetzt eins da. Das muss natürlich nicht heißen, dass da nur eine Karte reingehört, aber ich persönlich habe nur eine davon. Da gehören sicherlich mehr rein. Ah ja, sieht man ja hier. Drei Stück würden zum Beispiel noch reingehören. Es sind drei legendäre Karten, die hier rein sollten. Und 9000 Dias oder fast 10.000 müssten wir zahlen, um dieses Deck fertigzustellen. Ich finde das ziemlich cool. Leider kann ich momentan noch keines der Decks austesten, weil ich wirklich noch überhaupt keines der Decks fertig habe. Das habe ich tatsächlich fast fertig. Wir können mal gucken beim Electric Boogaloo. Fehlt mir da eine und da zwei für 3200 Sparks oder 930 Dias. Das geht tatsächlich. Also das ist tatsächlich ein Deck, das ich so gut wie fertig habe. Habe ich dafür ein eigenes? Nee, tatsächlich nicht. Das können wir hier gleich mal löschen. So, hier habe ich nur das Basisdeck. Ich habe ja generell so gut wie überall Basisdecks. Teilweise habe ich angefangen, die Decks zu erstellen, aber momentan scheitere ich leider daran, dass die Karten, die ich reinpacken möchte, dass ich die schlichtweg nicht habe oder nicht genug davon habe. Und daran scheitert es momentan leider ein bisschen. So, wir haben ja letzte Folge den einen Zombie endlich fertig bekommen, die Missionen. Und zwar haben wir, da müssen wir jetzt ein kleines bisschen runterscrollen, hier, den Zerschmetterer endlich fertiggestellt. Und heute soll es weitergehen. Und zwar würde ich jetzt gerne eine Pflanze wählen. Wir haben die Möglichkeit, die Rosie zu nehmen. Tatsächlich ist Rosie momentan so eine, wo ich nicht wirklich ein Deck zusammenbekomme. Tatsächlich nervt mich die Rosie ziemlich stark. Dann hätten wir den Schnappzilla und wir hätten Spydao. Spydao, ja, geht so. Habe ich auch nicht so das geilste Deck. Schnappzilla auch nicht. Tatsächlich sind die alle momentan so ein bisschen meh. Aber kein Problem. Wir werden allerdings hier beim Spydao mal ganz kurz da draufklicken, mit dem erschaffe einen Giftpilz. Denn tatsächlich habe ich normalerweise genügend Giftpilze. Genau, das habe ich nämlich schon mal gemacht. Können wir zur Sammlung hinzufügen, kriegen wir noch eine oben drauf. Dann haben wir das zumindest schon mal durch. So, nichtsdestotrotz würde ich gerne den Schnappzilla heute wählen. Und zwar haben wir da, erhöhe die Kraft von Dr. Pepperoni auf 6. Okay, dann gehen wir doch mal in die Pflanzenmission und wählen das Deck aus,
Was? Du, hier kannst du das Deck für die Schlacht auswählen. Du kannst mit einem eigenen Deck antreten oder eins dieser praktischen Strategiedecks verwenden. Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht alle benötigten Karten für ein Strategiedeck hast. Wähle es einfach aus. Alle fehlenden Karten werden automagisch durch bereits vorhandene ersetzt, bis du die richtigen Karten für ein vollständiges Deck sammeln konntest. Das ist halt... Ich habe schon überlegt, ob ich das machen soll. Aber tatsächlich weiß ich nicht, ob das gut ist, weil in der Theorie könnten dann da plötzlich voll die schlechten Karten drin landen, die überhaupt nichts bringen. Ich meine, hier sind es in Anführungszeichen nur 8 Karten, die mir fehlen. Aber was ist es, wenn genau diese 8 Karten essentiell für das Deck sind? Das finde ich nicht gut. Ich habe auf alle Fälle hier 2 Decks. Das Fry 'em Up Budget Tempo Deck. Wir könnten mal ganz kurz gucken, ob denn da ein Dr. Pepperoni drin ist. Nein, da ist zum Beispiel gar kein Dr. Pepperoni drin. Okay, dann gucken wir mal in das Basiskartendeck. Das ist doch Dr. Pepperoni, oder? Ja. Dann werden wir doch einfach mal eine Runde mit dem spielen. Und werden mal das Basisdeck wählen. Und werden mal gucken. Das sind nur Basiskarten, da ist also nichts Spezielles drin. Das habt ihr ja auch gerade gesehen. Keine Premium, keine Selten, keine Legendär. Why? Was ist das denn? Okay. Ja, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach du Scheiße. Alles klar. Ja, läuft ja schon mal gut. Das war alle Zombies erhalten -1. Und das ist gut. Lass dich nicht von Immortisia verschrecken. Die Hexe startet mit 3 spukende Geistern. Aber du startest mit 2 Waldnüssen mehr. Mit 3 Walnüssen und so, na? Hallo? Ist ein Bosskampf? Okay, erstmal die weg. So. Wir machen den Weg frei. Sehr schön. Ja, ne? Damit erschaffe eine Zombie-Fledermaus. Die Zombie-Fledermaus, meine ich, war ziemlich ekelhaft. Genau, wenn eine Pflanze getroffen ist in der Karte, dann war die doch nicht so ekelhaft. Ja, ne? Der Anfang ist gemacht. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Macht gar nichts. Dann nehme ich jetzt sofort die statt die da. Ich will die nämlich schnellstmöglich buffen. Und die 2 Schaden nehmen wir jetzt einfach weiterhin mal hin. Einen Weltraum... Wieso? Ach so, ein Weltraumkadetten. Ich wollte schon sagen. Es ist ein Weltraumkadett, das ist was anderes. Warum wird die eigentlich hier... Ach so, das sind ja Nüsschen. Ich bin so blöd. Das sind ja Nüsschen, keine Zunderholzer. Ich wollte gerade sagen, warum werden die nicht verstärkt? Genauso wie ich den Weltraumkadetten, wie ich gerade mit was anderem vertauscht habe. Ich nehme die 2 Schaden weiterhin in Kauf. Ist mir jetzt gerade relativ egal. Ich möchte nämlich jetzt so schnell wie möglich hier ein bisschen Druck aufbauen. Und zwar so gut, wie es geht. Ja, okay. Damit wäre der weg, damit wäre der weg und damit wäre der weg. Sehr schön. Na also, da haben wir jetzt richtig schön aufgeräumt. Was machst denn du gleich nochmal? Gar nichts. Das ist einfach nur eine Pflanze. Klar, ja, und der Matschkirm ist ein Kumpel, aber irgendwie auch Rivalen. Hallo? Geht's noch? Wen verstärken wir denn? Wir verstärken die da. Haha. So einfach geht das. So, das gibt ihm zwar jetzt eine Karte, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dafür ist dieses blöde Ding endlich mal aus dem Spiel. Zack. Da kommt der Block. Alle Pflanzen auf dem Boden halten -1. Ist kein Problem. Wir haben immer noch genügend Power. Damit ist der weg. Damit ist der weg. Okay. Einen Dr. Pepperoni haben wir immer noch keinen auf der Hand, ne? Schade eigentlich. Was macht er denn? Er macht gar nichts. Dann spiele ich ihn mal, damit wir uns heilen. Wir haben zwar nur ihn als Blume, der heilt ja mehr, je mehr Blumen man hat. Ach, guck mal einer an. Ist dir diese Pflanze etwa am Dorn im Auge? Oh. Kein Problem, ich kann für Nachschub sorgen, aber ja, ist okay. Ja, ne? Dr. Pepperoni haben wir leider immer noch keinen. Verheilen wir uns ein bisschen. Ich würde ja sagen, wir nehmen die da, weil es eine Blume ist und wir uns dann mehr heilen würden. Weil es steht ja da, heile deinen Helden ein Punkt pro Blume. Was soll das denn? Warum nicht den da? Das hat ja jetzt mal gar keinen Sinn gemacht.
Ich hätte da oder da das angewandt. Was für ein Käse. Das war doch jetzt totaler Quatsch. Okay. Ja, damit heilen wir uns schon um 2. Mhm. Können jetzt noch jemanden verstärken. Verstärkt mal ihn, weil der fast tot ist. So. Wow. Das bringt's dir jetzt voll, ne? Ja. Na, damit ist das, das Game gelaufen. Damit haben wir das. Das war ja erstaunlich einfach, aber leider haben wir keinen Dr. Pepperoni bekommen. Sauerei! Ich will einen Dr. Pepperoni haben, bitte! Okay, wir kriegen 10 Tickets. Da habe ich diesmal schon ziemlich viele für die Pflanze, das ist gut. Ihre Zombie-Fledermäuse können fliegen, aber wir können uns doppelt gegen sie absichern. Fein gemacht, der Trick war echt süß. Ja, weil wir hier nämlich gerade relativ viele, ja, wir hatten halt diese, na sag schon, Legion of Blue. Eingehende Nachricht von Debbie Dave betreffend Neptuna. Ahoi, Nachbar. An der Küste braut sich was Fischiges zusammen. Es ist Neptuna. Alle Zeit steht auf Sturm, wenn sie einen Landgang macht. Okay. Die sind so schön gezeichnet. Nee, wir hatten sehr viele Teamfähigkeiten. Dadurch, dass wir ja die Nüsschen alle schon im Vorfeld bekommen haben. Für den Bossfight war das erstaunlich einfach. Kann ich mal einen Dr. Pepperoni haben, bitte? Nö, gibt's nicht. Okay, dann halt nicht. Was war denn das nochmal? Zerstöre den Zombie mit der niedrigsten Gesundheit. Machen wir das mal. Hoffen wir mal, dass der überlebt. Oh, dieses Amphibisch. Na gut, dass wir den wegmachen können nächste Runde. Theoretisch. Ah, diese Spezialfähigkeit hasse ich. Gerade weil man auch mit vielen Decks gar keine amphibischen Pflanzen spielt. Der Doppelschlag, dann ist es ganz gut, wenn ich da jetzt mal noch gar nichts spiele und einfach die Runde mal noch abwarte. Dann machen wir nächste Runde kaputt. Ah. Oh. Gepanzert. Okay, dann lass das mal da spielen. Lass uns mal den Schaden nehmen. Es ist okay. Das ist. Oh nein, der hat ja nur ein Leben. Ach, wie dumm von mir. Ja, aber egal, was ich gesetzt hätte, die hätten alle nicht überlebt. -1, das ist gut. Damit wäre er weg und er ist leichter zu töten. Das spielen wir sofort aus. Okay. Okay. Ja, wow. Ihn? Ja. Wir nutzen die Sonne voll aus und packen ihn hin. Sonst hätten wir nur ihn pflanzen können. Das wäre blöd gewesen. Oh, das bringt dir jetzt leider nichts. Deswegen... Nee, doch, der geht nicht down. Na toll. Toll. Das war jetzt blöd. Das war jetzt nicht so toll. Eine Verstärkung. Wow. Wow. Dein Ernst? Weg damit. Gib es doch gar nicht. Was ein Frechdachs. Eieiei. Ich will Dr. Pepperoni. Müssen wir halt auch sie ausspielen, ne, damit sie uns überhaupt was bringt. Müssen den Dr. Pepperoni verstärken. Dafür müssen wir uns heilen. Und gleichzeitig müssen wir... Oh Gott, wir haben kein Glück. Das ist nicht gut. Oh, das ist eine coole Pflanze. Ach, toll. Ernsthaft? Aber er hat keine Karten mehr. Oder sie. Sie hat keine Karten mehr. Das tut mir jetzt aber leid. Ja, der überlebt es halt jetzt, ne? Okay, die Karte wird nicht ausgespielt. Immer noch kein Dr. Pepperoni. Das könnte man auch mit Dr. Pepperoni zusammenspielen, um die Mission zu bekommen. Wir nutzen das da, weil es Doppelschlag hat. Und wir nutzen das hier, weil es... Oh, zweimal zuhaut. Wow, ernsthaft, Raserei. Und du denkst jetzt, es wird dich retten? Tatsächlich ist das auf einem gepanzerten ziemlich nervig und ärgerlich. Aber tatsächlich wird uns das gerade nicht gefährlich, weil wir so oder so ihn alleine durch den Dreier schon töten. Wow. Toll. Wir kriegen die Mission nicht hin.
ärgerlich. Ich sollte mal gucken, wie viele Dr. Pepperonis wir in dem Deck drin haben. Vielleicht müssen wir mehr reinpacken. Vielleicht müssen wir mehr reinpacken. Ich habe schon das Basisdeck. Ja, habe ich. Wie viele Dr. Pepperonis sind denn drin? Ah, nur eine. Oh, was nehmen wir denn da dafür raus? Ich würde tatsächlich jetzt mal so weit gehen und die mal rausnehmen. Wir haben die so eine starke Karte jetzt gar nicht gebraucht. Nur zwei? Dann machen wir noch eine rein. Ich glaube, das dürfte erstmal so reichen. Das dürfte erstmal so reichen. Ja, wenn da nur ein Dr. Pepperoni drin ist, dann wundert mich das nicht. Der Zerschmetterer! So, jetzt aber. Nice! Instant in Dr. Pepperoni gezogen. Räumen wir das mal weg. Das ist halt... Ich wollte die Combo ausspielen. Muss man halt auch bis 5 Sonnen warten. Ist nicht gut. Läuft nicht so optimal. Das kann halt gefährlich sein, solche Fertigkeiten am Anfang schon auszuspielen. Weil das ja doch teilweise sehr starke Fertigkeiten sind. Deswegen, ich finde das immer sehr schade, wenn die Leute manche Fertigkeiten am Anfang schon ausspielen und damit im Endeffekt alles wasten. Wow. Wie gefährlich. Okay. Muss ich den durch Heilen verstärken oder kann ich den auch einfach generell verstärken? Das ist jetzt die Frage. Will die nicht schon aufgeben? Der hat noch zwei Hirne. Aber ich glaube nicht, dass er mal den tötet. Oder? Ja, er macht den da weg. Okay. Glück gehabt. Mein Dr. Pepperoni muss überleben! Okay. So. Jetzt müssen wir ihn verstärken. Wir kommen nicht drum rum, sonst ist er weg. Also jetzt gerade versuche ich primär die Mission zu schaffen und achte mal und gehe lieber risky und mach lieber... Also wenn ich... Ich will halt schon gewinnen, aber... Heile deinen Helden und all deine Pflanzen. Das ist gut, das spielen wir sofort aus. Damit wird er nochmal stärker. Und damit wird er durch Heilen stärker. Und das ist halt genau das, was wir ja wollen. Dass er stärker wird. Und ich wusste ja nicht, ob das normal... Perfekt! Reicht. Oh, mit Raserei. Das ist böse. Dann bringt es nichts, da jetzt was hinzupflanzen, weil er sowieso den töten würde. Dann machen wir mal das da. Damit wird er nochmal stärker. Ja, wobei, aber wird er auch stärker, wenn man 0 heilt? Weil theoretisch heilen wir die Runde. Nee, wir wurden ja getroffen, das passt ja. Oh, nochmal Dr. Pepperoni. Ich werd verrückt. Ah, der ist schon auf 11. Nice. Okay. Ja, heil dich halt, Mann. Wir müssen die 5 Schaden jetzt einfach hinnehmen. Auf der anderen Seite, wir kriegen den Schaden so oder so. Spiele ich den jetzt aus, treffe damit den Helden und mache gleichzeitig ihm auch Schaden. Ich opfere die Blume zwar. Er würde mir aber so oder so Schaden machen, aber dann ist er endlich weg. Wow, ernsthaft? Kommt er jetzt mit Raserei um die Ecke? Das heißt, diese Pflanze ist jetzt weg. Nee, ist sie nicht. Er kriegt ja keine Angriffskraft dazu. Dann ist sie nicht weg. So. Ja. 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 Das läuft gut. Das läuft gut. So, damit verstärken wir die beiden. Okay, das läuft richtig gut. Oh, Zombies kosten ein Hirn weniger. Er hat sonst nicht mehr viel, ne? Spielen wir die aus? Ich möchte meinen anderen Pepperoni lieber mal noch eine Runde behalten. Alle 6 Punkte. Mann, hör mal auf, dich so viel zu heilen. Was geht? Ja gut, der Zerschmetterer ist halt drauf ausgelegt, ne? Alleine daran scheitern ganz sehr, sehr viele Decks, weil ich halt relativ wenig Karten habe, mit denen ich meine Zombie-Helden auch mal heilen könnte. Okay. Damit werden sie nochmal verstärkt.
Ja. Ach komm, YOLO, wir spielen die jetzt einfach aus. Ich hätte jetzt auch den ausspielen können zum Verstärken, aber... Ja. 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 Damit ist es gelaufen. Nice. Na gut, es hätte auch blocken können. Aber egal. Sehr schön. Haben wir die Mission dadurch geschafft? Ja. Oh nein, ist das dein Ernst? Jetzt geht die Sirene los? Es tut mir leid. Okay, erhöhe die Köpfe Dr. Pepperoni auf 6. Das haben wir geschafft. Nice. Ach, wir sollen sie ja eh nur auf 6 erhöhen. Ach, wer lesen kann, das ist ein Vorteil. Erschaffe einen hauden Zombie. Das ist nicht das Problem. Ach. Wusste ich wirklich. Es tut mir leid, dass die Sirene jetzt runtergeht. Ich könnte die Folge ja jetzt ganz kurz stoppen, aber... Oh, guck mal, den haben wir zu viel. Ah. Wir nehmen das jetzt einfach so hin. Also, hau den Zombie sollen wir erschaffen. Wo ist die Karte denn? Da. Dann erschaffen wir doch einen. Ich habe halt kaum Sparks. Ja! Okay, damit haben wir die erschaffen. Zur Sammlung hinzufügen. Interessant, dass er das diesmal nicht gezählt hat. So. Oh Gott. Zerstöre 2 Zombies mit Hauden Zombie. Okay, das heißt, wir müssen Hauden Zombie mit reinnehmen. Das könnte in einem anderen Deck mit enthalten sein. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich würde mir gerne Packs holen. Für einen Helden. Jetzt kriegen wir zumindest 15 wieder zurück. Für einen Helden. Ich bin gerade am Überlegen. Sollen wir vielleicht wirklich gleich für ihn holen? Würde ja eigentlich Sinn machen, ne? Dass wir gleich für den Schnappziller welche holen. Weil dann könnten wir, wenn wir eh gerade die Schnappziller-Mission machen, den Schnappziller die Basis-Decks machen. Diese vorgegebenen Decks mal testen. Okay, ich habe 800, das heißt, ich kann mir 4 Einer-Pack holen. Ich will jetzt nicht warten, bis ich wieder 1000 zusammen habe. Das dauert immer 10 Jahre. Deswegen holen wir uns jetzt einfach mal die 200er. Okay, die habe ich bereits. Haben wir gerade hergestellt. Taco! Das ist gut. Die ist auch nicht schlecht. Wir kriegen einen Legendär. What? Major Miles? Oder? Heißt das so? Und mein Deck wurde aktualisiert. Das wurde auch aktualisiert. Das wurde auch aktualisiert. Das auch. Das auch. Warum auch immer das als gesperrt angezeigt wird. Vermutlich muss man mindestens 20 Karten haben. Der, nee, das ist der Füllhorn, nicht Major Miles. Ich bin der Füllhorn. Effekt, erschaffe eine zufällige Pflanze in jeder anderen Reihe. Und ich habe diese Karte einmal von einem Gegner ausgespielt bekommen. Und ich hätte wirklich das harte Kotzen bekommen können, weil der hatte die genialsten Karten. Der hatte Karten bekommen. Das war der Wahnsinn. Der hatte nicht einfach irgendwelche normale, sondern die waren alle irgendwie so mit 5, 6, 7, 8, 9 Angriffspower. Und das war halt schon, das war böse. Okay, da haben wir ja jetzt richtig Glück gehabt. Okay, also nochmal. Das nächste 200er Pack. Die Sirene ist zum Glück endlich aus. Ja, ja, ja. Okay. Ja, nice to have. Habe ich aber, glaube ich, schon genügend. Nochmal so eine. Zur Not kann man sie ja immer noch zerlegen. Ne? Das ist ja der Vorteil. Man kann sie ja immer noch zerlegen. Ja. Jetzt hat sich mein... Toll. Sammeln. Ich habe gerade hochgeladen und mein Browser hat sich mal wieder geschlossen. Das ist immer ziemlich nervig. So, okay. Das war per se nicht schlecht. Kann man mal so hinnehmen. Okay. Noch ein Pack. Und dann noch eins. Die ungewöhnlichen Karten. Ja, die sind halt nice to have. Aber hier schon wieder. Die brauche ich nicht. Der brauche ich auch nicht mehr. Heißt, die kann ich auch zerlegen. Die ist ziemlich gut. Ich mag die ziemlich gern. Ich würde also gerade für diese Pflanze würde ich unheimlich gerne mal ein Blumendeck aufbauen, das nur aus Blumen besteht. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich stark wäre. Okay, sammeln. So, eins geht noch. Komm, jetzt wirf uns noch irgendwas richtig Schönes, Gutes hoch. Komm, 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 komm. Irgendwas Schönes, Gutes. Komm, 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 komm. Schon wieder die. Schon wieder die. Rasenmäher, ja. Ja. Aber keines der Decks wurde aktualisiert. Wir haben auch keines 100%. Aber wir kriegen zumindest schon mal 300 Sparks. Das ist gut.
Okay, das sind alle Karten, die übrig geblieben sind. Die ist halt eigentlich schon ziemlich cool. Solange gehalten plus 1, wenn eine Pflanze Kraft oder Gesundheit gewinnt. Wenn man so ein Deck spielt, das auf Buffs ausgelegt ist und die dann auf der Hand hat, das ist ziemlich böse. Das ist ziemlich böse. Er freut mich natürlich ungemein. Das freut mich sehr, 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 sehr stark. Nie zu haben ist auch nie schlecht. Das ist auch ganz cool. Also da haben wir schon einige sehr schöne Karten reinbekommen. Ja, und da dieses Nüsschen. Okay, dann schauen wir mal. Dann sehen wir uns nächste Folge. Machen weiter und schauen, was denn die Missionen von unserem Jobtilla machen. Von unserem Schnobber. Genau. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.